Urbi Ihnen auch immer wieder Musiker vorstellen, die aus Europa stammen, zeigen, dass es in Europa auch fantastische Jazzmusiker gibt. Und heute haben wir einen der besten europäischen Bassisten hier im Blogging. Es ist Isla Eckinger aus der Schweiz. Johnny Marrow kommt schon ans Klavier. Ich habe vorher angedeutet, wir haben ihn eingeladen, eben in diesem Zusammenhang. Es war Eddie Contons letzter Pianist. Da spielen wir aber auch. Mit solchen bekannten oder fundierten Jazzmusikern zusammen wie mit Edmund Hall und Phil Napoleon in dem Orchester spielt er auch. Johnny Marrow. So. Jetzt machen wir an den Bläsern weiter. Aus Orlando, Florida kommt der Posaunist. Es ist Bill Allred. Es ergab sich dieses Jahr, dass wir Ihnen zwei hervorragende Musiker aus Europa vorstellen. Ich stelle Ihnen jetzt die nächsten vor. Es ist Danny Moss aus England. Chuck Hedges aus Chicago habe ich Ihnen schon vorgestellt. Hier kommt er wieder. So, wir suchten natürlich nach einem Kornettisten, der den Stil des legendären, des alten Herrn bei Bill Davison übernommen hat und diesen Stil weiterpflegt. Wir haben ihn in Detroit gefunden. Das ist Tom Saunders. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß. Thank you.
Thank you.
One that was.